So, meine Damen und Herren, da kommen wir nochmal zurück zu der Story Breaking Point. Wir sind jetzt immer noch am Dienstag, den 13.07. Haben Sie es 14.05 Uhr? Ich habe eine kurze Unterbrechung gemacht. Ich habe mal geguckt, wie viele Kapitel es hat. Laut Trophäenliste. Es gab 10 Kapitel. Man kriegt nach Kapitel 1 eine Trophäe, dann kriegt man nach Kapitel 6 eine Trophäe und dann halt nach Kapitel 10 eine Trophäe. Und dann halt, wenn man die Story abgeschlossen hat, kriegt man noch eine Trophäe. Das heißt, 10 Kapitel anscheinend plus den Prolog und den Epilog kommen wir insgesamt auf 12. Wir machen auch jetzt schon, ja, weiter mit halt Kapitel 4. Hallo? Hey, Kumpel! Wer ist da? Ach, komm schon, ich bin's, Devin! Butler? Genau der! Wer hat dir diese Nummer gegeben? Ist doch egal, hör zu. Ich wollte dir nur einen freundschaftlichen Rat geben. Oh. Das Heimrennen ist immer so eine Sache, weißt du? Mit all dem Druck, den ganzen Fans, die zuschauen, das ist die Hölle. Verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du cool bleibst, wenn du bei der Sache bleibst, überstehst du das schon. Stell dir einfach vor, du bist bei einem anderen Rennen, auf der anderen Seite des Globus. Wenn du es dann vermasselst, ist es nicht so schlimm. Ja, toller Rat. Ich wusste, der wird dir gefallen. Also, viel Glück heute. Versuch einfach, bis ins Ziel zu kommen, okay? Ciao. Ja, dir auch viel Glück. Bis später. Gehen wir mal zum Rennen. Ja, wenn ihr die Texte durchlesen wollt, links, müsst ihr halt einmal kurz auf Pause drücken. Ich lese sie nämlich nicht durch. Oder vor. Ah, da, Puncture. Hab den Reifen verloren. Copy, Aiden. Box, box. Verstanden. Let's just minimize the damage. Sehen wir jetzt auch da den leichten neuen Schaden vom Puncture. Noch ist es der alte, aber man sieht, wie es hingehen soll. Das ist nämlich die Mitte, dass die Außenwände stehen und die mittlere Lauffläche abgeht. Da kurz davor sind wir. Es ist nicht mehr so dieser Puncture-Wobbling. Gedöns, wie es doch in den letzten Jahren war. Schießt in den Punkten ab mindestens 10. Still time left to push for the points here, Aiden. Verstanden. Ob er da reinsticht, hat selber Schuld. Hat da mal halt ein paar Plätze verloren. Unser Ackermann-Freund.
Brilliant. Nice move. Gap to teammate behind is 10.2 seconds. Da muss ich einmal kurz bremsen. Weil die Kurve, wenn man die richtig fährt, kann man sie auch im achten fahren, wo ich gerade zu weit rausgerutscht bin. We have 5 laps of fuel remaining. Gasly kriegen wir auf jeden Fall noch. Bottas glaube ich eher nicht mehr. Also Top 4 ja, Top 3. The gap to the car ahead is 3.2 seconds. Obwohl Top 3 wäre möglich. Top 3 wäre noch möglich, ja. Wieso? Der ist auch in mich reingefahren. Nicht in ihn. Thank you.
Nice work. That brings you up a place. Ja, vielleicht wäre auch noch Sieg drin, jetzt gerade. Vielleicht auch noch eine schnellste Runde. Mal gucken. So far. There's three laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. Fantastic drive, just fantastic. You deserve that race win. Ein hart erkämpfter Sieg in einem äußerst schwierigen Rennen. Was für ein Rennen für den jungen Aiden Jackson. Wenn er so weitermacht, hat er eine lange, vielversprechende Karriere vor sich. Auf jeden Fall. Hier einen Platten zu haben, war sicher sehr ärgerlich. Wie gut hätte er wohl abschneiden können, wenn das nicht gewesen wäre? Aber er hat trotzdem die Zähne zusammengebissen und ist wieder zurückgekommen. Tolle Vorstellung. Ich will nicht voreilig sein, aber Aiden Jackson von Racing Point scheint besser zu werden. Den sollten wir im Auge behalten. Die heutige Leistung von Racing Point hat gezeigt, dass sie mit den etablierten Sports mithalten können. Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podest und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein. Da, la, la, la.
Aber meine Müdigkeit ist, wie gesagt, schon weggegangen. Ich habe in der Schlusszeit ein bisschen was gegessen. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich schlafen gehe, mache ich jetzt hier einfach noch weiter. Doch, Anruf. Brian. Ah, Mr. Gesprächsthema Nummer 1 im Pressezimmer. Was meinst du? Ach, komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Wovon redest du, Brian? Nach dem Platten dachten alle, das war's für dich. Aber du bist zurückgekommen und in die Punkte. Das meine ich. Freut mich, dass ich jetzt von der Presse bemerkt werde. Ja, gewöhn dich schon mal dran. Du hast übrigens morgen ein paar Interviewtermine. Daher mein Anruf. Alles klar. Danke fürs Bescheid sagen. Also nicht so heftig feiern, okay? Ja, keine Sorge, Brian. Ich werde nur meine Mutter besuchen. Na gut, wie du meinst. Bis später, Brian. So, dann holen wir uns hier nochmal die Belohnung ab. Und gehen ab in... Kapitel 5 und an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken in Kapitel 4 und in der nächsten Folge, wie gesagt, gucken wir uns Kapitel 5 an, den Grand Prix von Italien.